Nicht verabschiedet habe ich mich, das haben Sie vermutlich gemerkt als hochintelligentes Publikum, von Elian Kreuzer, denn mit der Geschäftsführerin der HSK und unserer Gastgeberin gilt es noch einen weiteren wichtigen Punkt zu bereden. Und zwar, Frau Kreuzer, normalerweise präsentiert die HSK, ja, traditionellerweise am HSK-Forum jeweils den neuen Benchmark, wie Sie ihn liebevoll errechnet haben. Und mir fällt auf, diesmal liegt kein neuer Benchmark vor. Was ist passiert? Das stimmt. Also wir haben uns im Bereich DRG dazu entschieden, dass wir kein Benchmarking für das Tarifjahr 2022 berechnen, der ja auf den Kostendaten 2020 beruht hätte. Jetzt wissen wir alle, das war ein schwieriges Jahr, ein Pandemiejahr, und wir haben uns nicht zuletzt darum auch dazu entschieden, das nicht zu tun, und für die kommenden Verhandlungen für das Tarifjahr 2022 nehmen wir den heute gültigen Benchmarkwert, also den wir quasi auf den Daten 2019 berechnet so haben. So wie es war, bevor diese blöde Pandemie genau angefangen hat. Ich nehme an, es sind ja Daten trotzdem reingekommen, und Sie haben natürlich trotzdem mit Interesse versucht herauszulesen, was passiert ist in diesem Jahr. Was ist das Resultat? Ja, die Spitäler haben wie in den Vorjahren auch uns ihre Daten zur Verfügung gestellt. Einige haben auch Zusatzinformationen zu dieser Pandemie geliefert. Aber wir haben schon gemerkt, diese Unterscheidung zwischen KVG, also OKP-Leistungen, und dann diese Pandemie-Leistungen, wenn ich dem so sagen darf, war nicht ganz einfach, und ein schweizweiter Vergleich war auch schwierig. Wir haben dann trotzdem diese Daten über die letzten 4 Jahre verglichen. Wir haben geschaut, ja, ist denn jetzt 2020, wäre das denn noch in der Norm, oder gibt es da Abweichungen, und haben dann gemerkt, nein, das entspricht so nicht der Norm, das müssen wir ausschließen. Dann, wenn wir noch kurz einen Blick in einzelne Bereiche werfen wollen, das wurde hier ja auch spürbar, es ist halt nicht auf jedem Feld, ist überhaupt nicht gleich, also in der Schweiz ist überhaupt nichts nirgendwo gleich, habe ich jetzt wieder gemerkt, aber wenn wir mal den Bereich der stationären Psychiatrie nehmen, was war da zum Beispiel die Erkenntnis? Ja, wir haben uns auch in der stationären Psychiatrie bei TARPSI dazu entschieden, dass wir kein Benchmarking machen. Es war auch für die Kliniker nicht ganz einfach, oder? Da, wir haben sehr viel auch in den Geschäftsberichten gelesen, und es war klar, dass zwar die Erlöse, sind gesunken, die Bruttoerlöse, und es war auf verschiedene Faktoren zurückzuführen, oder? Weil die Kliniker zum einen, ja, sie hatten weniger stationäre Fälle. Übrigens auch im stationären Bereich hatten wir weniger stationäre Fälle. Also um rund 6% wurden die stationären Fälle tiefer. Auch in der Psychiatrie. Dort aber ist es auch so, dass sie zum Teil, oder? Sie mussten nur noch Notfallversorgung, konnten sie zum Teil machen. 2 Bettzimmer mussten in 1 Bettzimmer umgewandelt werden. Sie hatten temporäre zusätzliche Leistungsaufträge von den Kantonen zum Teil auch, dass sie irgendwie Covid-Stationen machen mussten und so weiter. Also es ist auch hier so, für die Kliniken war das nicht ein einfaches Jahr. Und wir haben uns da und für die Patientinnen auch nicht, gelesen habe, dann auch auf psychiatrischen Stationen, keine Besucher mehr über die längste Zeit. Es war einfach ein verrücktes Jahr. Ja, oder die Patienten konnten während dem Lockdown nicht mehr nach Hause am Wochenende und so, genau. Jawohl. Wir haben jetzt vorhin gerade von ST Reha geredet. Wenn Sie auch noch mal die Datenkristallkugel kurz durchschütteln, was haben Sie dort für Erkenntnisse erhalten? Also, da sind wir erst am Anfang, oder? Ja, oder bei Reha, es heißt. Genau, diese Estherea, diese Einführung, wir werden mit sämtlichen Kliniken in der Schweiz, mehr als 80 Kliniken, werden wir jetzt in die Verhandlungen treten, oder? Damit wir für das Tarifjahr 2022 dann einen Tarif haben. Und wie das wurde jetzt vorher nur kurz angesprochen, diese kostenneutrale Überführung, oder? Die werden wir natürlich, die müssen wir so mit einberechnen in unserer Berechnung. Wir werden das Leistungsvolumen der bisherigen Struktur nehmen und das dann umrechnen auf die heutige Struktur, also auf die kommende Struktur STRH. Und wir werden jetzt alle Daten, also die Daten wurden uns geliefert, über die Qualität lässt sich manchmal noch streiten, also hier haben wir sicher auch noch Arbeit zu tun, Plausibilisierungen und so, aber hier werden wir nächstens in die Verhandlungen gehen und dann quasi das versuchen, diese kostenneutrale Überführung. Und die Leute, die uns zuschauen, möchten vielleicht wissen, wie werden sie in diese Verhandlungen gehen? Mit welcher Absicht, mit welcher Strategie? Ja, das Ziel muss es sein, dass wir möglichst rasch mit allen Kliniken einen Vertrag haben. Und sollten wir keine Lösung finden oder sollte es schwierig sein, dass wir versuchen, dass wir
überall eine ähnliche Lösung haben. Oder dass wir brauchen ja diese Verträge und am Schluss wird es wie bei der Einführung von TARPSI sein oder wie es bei der Einführung von SwissDRG war. Oder? Wir versuchen eine vertragliche Lösung zu bekommen. Und wo ist die Knacknuss auf dem Feld Reha? Ich glaube, es ist überall die Daten, oder? Wie sind die Daten? Können wir die plausibilisieren und so weiter? Ich glaube, darüber wird sehr viel diskutiert werden. Und dann, klar, es ist neu, da müssen wir sicher uns auch noch antasten. Wir führen jetzt schon quasi Sondierungsgespräche, oder? Natürlich wollte ich immer herauskitzeln, wer müsste eigentlich vor allem handeln, um da die vernünftigen neuen Systeme durchzubringen. Wen sehen Sie vor allem in der Pflicht? Ich glaube, es sind alle in der Pflicht, oder? Also es ist ja vor allem ein Strukturthema. Es werden diese Strukturen diskutiert und bei den Strukturen sind es ja die Verbände, oder? Und ich denke, gerade im ambulanten Setting hören und spüren wir heute so wirklich ein bisschen so ein, ja, es ist blockiert, eine Blockade, man meint, der runde Tisch könnte nicht groß genug sein, aber ich glaube, wir müssen alle zu dieser Struktur Themen an den Tisch sitzen. Und ich glaube, wir dürfen es auch nicht vergessen, die Kantone mit ins Boot zu holen, oder? Wir haben es gehört, diese Versorgungsplanung ist essentiell, der Kanton ist ein Mitfinanzierer und so weiter. Also hier müssen wir schauen, dass die notwendigen Akteure den Willen zum Konsens zeigen und das dann auch so diskutieren. Sie handeln dann, verhandeln an der Front im Auftrag der Versicherer, Ihrer Versicherer. Würden Sie sagen, Sie sind genug altruistisch oder halt auch, jeder hat sein eigenes Hemd am nächsten und Sie vertreten halt vor allem diese Interessen? Also klar, wir vertreten in erster Linie die Interessen der Versicherten, oder? Weil wir verhandeln diese Preise. Aber natürlich, und dafür steht HSK auch, dass wir wirklich mit den Partnern an den Tisch sitzen und dass wir Lösungen suchen. Und ja, also der Wind, der bläst stärker als auch schon, das ist so, der Druck ist überall groß, aber darum ist es für uns so wichtig, dass wir eben gute Daten haben, auf denen wir dann, mit denen wir argumentieren können, mit die wir diskutieren können und dann geht es wirklich um die Sache und wir versuchen dadurch wirklich mit den Leistungserbringern hier eine Lösung zu finden. Diese Offenheit, die Sie erfordern im Dialog, die würden Sie sagen, da sind Sie wirklich auch bereit? Ja, also offen zu sein, aufzutun. Das versuche ich so auch ja, vorzuleben. Ich meine, wir sagen immer, ja, wir sind für Transparenz, darum sage ich, wir müssen transparent selber sein, oder? Wir versuchen mit den Partnern wirklich diesen Dialog zu führen und ja, ich verlange das auch von den Parteien, oder? Auf Strategieebene, darum müssen wir das natürlich auch sein, ja. Bedanke mich auch bei Ihnen für die Teilnahme an den Gesprächen und als Gastgeberin für den Anlass. Applaus, meine Damen und Herren, danke, für Elian Kreuzer. In der Raumfahrt setzten Sie einst ein 200-Millionen-Dollar-Projekt in den Sand bei der Entwicklung einer amerikanisch-europäischen Satellitenrakete, weil die amerikanischen NASA-Techniker alle Zahlen in Fuß- und Zolleinheiten und die Europäer alles in Metern und Zentimetern protokolliert hatten. Dann hatten sie es am Schluss alles wieder umgerechnet, aber man kann eben nicht alles auf die hunderttausendste Stelle wieder umrechnen. Und so stürzte die 200 Millionen Dollar teure Rakete kurz nach dem Start kläglich ab. Das heißt doch, es ist nie die beste Idee, das Protokollieren den Technikern zu überlassen. Viel lieber holt man da jemanden mit der nötigen Portion Intuition, Genialität und Fantasie. Sie hat den Oscar für deutschsprachige Kabarettisten und Kabarettistinnen gewonnen, den Salzburger Stier. Sie hat sowieso fast alles gewonnen, was man auf ihrem Feld gewinnen kann, denn sie ist als Satirikerin eine der ganz Großen. Wir kennen sie auch aus der Arena. Und nichts könnte jetzt spannender, witziger und furchterregender, muss ich sagen, sein, als ihr die Erstellung des Schlussprotokolls dieser Begegnung anzuvertrauen. Und das machen wir, das Schlussprotokoll live hier erstellt von und mit Patti Basler, meine Damen und Herren. Ja, wenn es zu lang geht, ist es nicht meine Schuld. Klapprot hat überzogen, nicht ich. Klappe, die erste. Für Klapprot Lohns. Er thront mit 99 Luftballons auf dem Weg zum Horizont oder ins All. Spricht er vom Ablass
den man aus dem Sack lasse, erhofft wohl, das All sei keine Sackgasse. Und dann Herbert Repscher. Er macht uns glauben, es werde justiert, man müsse halt schrauben und die Dualität und so weiter und so fort sei in Realität ein ganz anderes Wort in Deutschland. Ich weiß, Herbert, man sagt, wir reden halt ganz anders in der Schweiz. Also, ja, nein, wir haben da einfach andere Wörter, oder zum Beispiel, ja, also man kennt ja als Pflegender aus Deutschland, wenn man in die Schweiz kommt, gut, ein Pflegender aus Deutschland, das ist schon fast ein Pleonasmus, wir haben ja nur deutsche Pflegende hier. Kennt man es, wenn man in die Schweiz kommt und liest, in unserer Klinik herrscht Finkenpflicht. Das ist schwierig für die Pflegenden, die wissen nicht, ist das jetzt ein Fall für die Vogelwarte Sempach. Finken, das ist die ornitho-unlogische Birkenstock-Inversion, denn in der Schweiz ist es so, Finken sind Vögel, Finken sind aber Hausschuhe. Wenn jetzt Finken Vögel sind und Finken Hausschuhe sind, sind dann Vögel auch Hausschuhe. Herbert? Nein? Vögel sind keine Hausschuhe, Vögel ist ein Schuhhaus. So. Und auch andere Worte wie Klinikverweildauerabsenkung. Das heißt in der Schweiz gerade heraus, reste à la maison oder Percé allein zu Hause. Digitale Patientenakte heißt in der Schweiz, ich sage es ganz profan und einfach, Fax. Und adjustieren heißt bei uns ajustieren. Deutsche pflegenden Löhne heißt bei uns, ich würde es mal mit Betteln probieren. Doch Klapproth und Peters hören es gern, DRG-Approach ist derselbe im Kern. In Deutschland gründlich und bürokratisch, in der Schweiz per Fax ganz pragmatisch. Statt einfach alles katalogisieren, statt 800 Tarife fein justieren, per DRG-Steuerung Qualität herbei visionieren, lieber grob halten, sagt Peters, lieber grob halten und dann einzeln differenzieren. Das ist das Wesen der Schweizer, wie ich gleich lese, außen herbe Schale, innen Weichkäse. Oder halt außen Kühlturm, innen Brennstab. So erhitzen wir die Gemüter, regrettant rien de rien, wie die heißen Brüter. Und an das gemerkt, der Deutsche heißt Herbert und der Franzose heißt Aubert. Also Jean-Marc Aubert, also Monsieur Aubert. Vous le dites bien, il faut dire que j'ai compris rien de rien. Et non, la langue n'était pas le problème. C'est le système. C'est sicher das Sprachproblem. Französisch ist bei uns ja ganz klar schon in der Schwangerschaft ein Tarif obligatoire. Wir haben ja Frühförderung, französische Frühförderung. Wir lassen uns dann von Chanteur français berieseln. So ein bisschen. Französische Flöten für Föten. Also Charles Aznavour durch die Nabelschnur. Joe Dassin im Fruchtwasserbassin. Céline Dion für den Embryon. Nein, also die Kinder, die stehen dann völlig unter Stress. Ja, und das ist dann wirklich eine Einbahnstraße. Ein Sens unique. Und man fragt sich, welcher Tarif ist diese Prävention im intrauterinen Luftballon? Übrigens, Herbert Repsche, Ober heißt ja auch nicht Ober, also Ober heißt eher unter als Ober, und Ober sagt man auch gar nicht in der Schweiz. In der Schweiz sagt man nicht Ober, man sagt in der Schweiz nicht mal Kellner, man sagt Serviertochter oder Fräulein, sagt man, das ist nämlich eine Dame und das ist dann wieder ein Ober und das wissen nur die Jasserin und der Jasser und der hat dann Frucht statt Oberwasser. Hausärzte in der Schweiz sind schwach.
per se oder eben per se. Ja, Sie sind schwach auf dem Organ Portemonnaie. Dafür sind Sie ein ausführendes Organ, das immer dicker wird, so ein Körperteil, das zulegt. Sie sind nämlich zunehmend arm. Die Hausärzte sind zunehmend arm. Kein Wunder, werden Sie Beller und Speuzer. Wir legen es da auf Heller und Kreuzer. Drum, anpassen, anpassen, darauf sei vertraut. Doch ein Haus kann man nicht anpassen. Ein Haus ist irgendwann halt gebaut. Doch Familien, die wachsen, die passen sich an, die wachsen. À mon avis, pour cela, on l'appelle le médecin de famille. Und im Deutschen, es ist bekannt, wird ein Familienarzt eben Hausarzt genannt. Das System muss lernen. Aus erhobenen Daten findet auch Kreuze, doch es bräuchte halt Taten. Das sei aber noch ein Luftballon am Horizont, jedoch sehe man es schon. Und dann höre ich plötzlich Menstruation, also blutiger Austritt. Und dann merke ich aber, es ist Luchsiger, der beschließt zu gehen, solange noch Herzblut fließt. Ja, Luchsiger gibt auch ganz hausärztlich den Tipp, auf Tamet und Tapsi folgt Tadok, folgt wahrscheinlich Tarship. Ja, man kann dann swipend bei Erwachsenen und Kindern Tarif und Doktor zusammen vertindern. Also übrigens für die jetzt auch daheim, die 340 attraktiven Ärzte, die zuschauen. Mich findet ihr nicht auf Tinder. Ihr könnt es wahrscheinlich schon einschätzen mit dem ärztlichen Blick. Ich bin nicht auf der Tinder-App, ich bin auf der adipösen App Tönder. Das ist fast das Gleiche wie Tinder, ihr müsst einfach das Handy quer haben. Und dann kann man swipen und wischen und wischen und wischen und es ist immer noch die gleiche Person. Also, es ist einfach ein anderer Tarif. Und jetzt auf Herbert und Aubert und Gamon Bert folgt Robert. Und der Robert sagt hier, er will keinen Käse erzählen. Doch wäre er Käse, ich würde ihn wählen. Ja, er wäre so ein Rohmilchkäse, ein Robert. Ja, nein, es klingt doch wie Käse oder Schomburg. Und er ist aus der Reha-Klinik, wo man viel macht. Und die Klinik heißt wie eine Tarifverhandlung, also eine Zielschlacht. Nur 32% seien dort endgültig föderalistisch, sagt er. Also endgültig verschieden. Das ist von Kanton zu Kanton verschieden. Von Kanton zu Kanton aber gesunden hienieden 68%. 68%, so viel in Prozent, berechnen pauschal französische Ärzte fürs Büro pro Fall. Nein, es sind natürlich nur 15%. Sie nehmen fürs Datenerheben pro Patient. Im Gegensatz zu mir, ich nehme fürs Schreiben 100%. Da habe ich vom Klapprot gelernt. Und Stefan, du hast Habermas zitiert. Verstocken Sau da drinnen, sorry. Nein, wir haben es von Reha und Klinik, dort haben sie mehr Habermus als Habermas. Und der Schomburg verortet das Problem im disharmonischen System. Ja, es sollte vorangehen. Es sollte vorangehen von da, wo man steht. Das System stirbt sonst an Multimorbidität. Es sei akut. Bald komme der Tag und ein Bloody Exit sei angesagt. Also bei Bloody Exit habe ich auch wirklich mal kurz an Brexit gedacht. Also so Bloody Exit. Ja, bei Brexit ist es ja so ein bisschen, wo ein Willen ist, ist ein Weg. Oder where there is a will, there is a way. Where there is an April, Theresa May. Ist aber Kooperation nur ein Luftballon? Die Vision für die nächste Generation?
Der Peter sagt es ja, oder? Ein bisschen Psycho, ein bisschen Wellness, wenn ich ein bisschen weh habe. Ja, er findet, das sei doch einfach Reha. Während man kein Geld habe für Dritte, kein Wunder, dass man da bloody exite. Es gibt keine Benchmarks, auch nicht in der Psychiatrie. Benchmarks gehen halt nicht in der Pandemie. Die geschlossene Psyche fand zu Hause statt. Von Genf bis Schaffhausen bis Baselstadt. Und Luxinger sieht man schon auf verlorenem Posten. Die Schweiz ist neutral, doch sind es nicht die Kosten. Wie bei einem Ballonflug zu den Sternen kann kein System kostenneutral lernen. Versorgungssicherheit, das sei nicht zum Lachen. Man muss halt auf Heller und Kreuzer die Abrechnung machen. Oder wie wir es gelernt haben jetzt während der Pandemie, es muss einfach jeder einmal einen Abstrich machen. Und Schomburg klingt fast wie der an die Scheure, sagt, alles wird ein bisschen teurer. Der Wind blase stärker, sagt Kreuzer am End. Sie sei übrigens sehr transparent, wie das Leitmotiv der Luftballone, das wir heute lasen. Das heißt wohl, Tarife werden gern aufgeblasen, wenn es jemandem nützt und niemanden kratzt. Die Gefahr ist halt, dass die Blase dann platzt. Und hast du Angst vor Aerosolen im Luftballon oder vor Corona, vor dem Tester? Nein, kann man sagen, ich hatte es schon. Auf Schweizerdeutsch, ich habe es gehabt. Gute. Die unglaubliche Patti Basler, meine Damen und Herren. Einen schöneren Schluss könnt wir uns. Ich finde, diese Nummer ist entstanden in der Zeit, wo wir hier nur so über Tarife gesprochen haben. Und sie kann das. Es ist unglaublich. Ich weiß nicht, wie es geht, aber sie kann es. Und das war der perfekte Schluss. Ich bedanke mich auch bei Patti Basler wirklich ganz, ganz herzlich. Und das, meine Damen und Herren, war das HSK-Forum 2021. Ich hoffe, Sie haben viele hochfliegenden Impulse mitgenommen. Jetzt beginnt die Phase, die der erste Mann auf dem Mond, Neil Armstrong, einmal so beschrieben hatte mit dem Satz, große Ideen brauchen nicht nur Flügel, sie brauchen dann auch ein Fahrgestell zum Landen. Damit jetzt also dann viel Glück und als letzter Hinweis darauf, wo oft bei diesen Operationen ein Hauptrisiko liegen kann, zitiere ich noch Wernher von Braun, den Übervater der amerikanischen Raumfahrt, der einmal gesagt hatte, bei der Eroberung des Weltraums sind zwei Probleme zu lösen, die Schwerkraft und der Papierkrieg. Mit der Schwerkraft wären wir fertig geworden. Ich bedanke mich herzlich.